kann nicht wahr sein. Da. Du musst ein bisschen weiter rechts stehen. Peter ist kein Kind des Feuers. Ja, what the fuck? Na? Komm auch nochmal rüber. Oh komm, gib mir Feuer. Komm schon! Jetzt wieder nicht. Weißt du, wenn wir mal machen können? Was denn? Und jetzt? Zumindest um es mal auszuprobieren. Aber so kannst du nicht brennen. Wie hieß das denn nochmal? Was für denn jetzt? Ach, da war es mal. Zumindest wissen, ob unsere Taktik stimmt. Ja, jetzt habe ich Feuer gekriegt. Ich kann mir. Achso, ich bin doch schon aus dem Game raus. Zündet ja, nicht. Glas. Achso. Shit. Oh, ich will doch jetzt nur mal ausprobieren, ob das funktioniert oder nicht. Ehrlich gesagt, das ist mir jetzt nicht ganz so hoch. Ich will das jetzt wissen. So. The fuck? Wieso brenne ich denn nicht? Da schon reinspringen. Ah, jetzt. Okay, keine Ahnung. Das ist eine gute Frage, ob das wirklich machbar ist. Also für mich ist das. Mir ist das echt ein bisschen zu hoch hier, der Shit. Ich versteh's auch nicht. Ich gebe auf. Na gut. Ja, ich auch. Also, ich hab Respekt davor. Wenn das geht, geil. Wenn nicht, dann weiß ich, warum ich es nicht kann. Ja. Warte mal, hat jetzt jemand schon 3 Strikes? Nein. Ja, ist mein zweiter. Okay. Voila. So, ich mach mal wieder ein bisschen hell hier. Geil. Lol. Checkpoint. What the fuck? Der Mel hat ihn nicht genommen. Den Checkpoint. Checkpoint. Lol. Ist das euer Ernst? Was denn? Bei der Kack-Challenge jetzt hier. Ja, warst du im richtigen Game-Mode eigentlich? Ja, ich war im richtigen Game-Mode. Außerdem macht das keinen Unterschied, du Bongo. Spielt keine Rolle. Ist ein Vorteil. Ist egal, ich war ja nicht in dem Game-Mode. Also. Das kann nicht wahr sein. Außerdem ist es rein technisch gesehen kein Vorteil. Aber vielleicht emotional. Aber vielleicht drückt man, oder man kann zumindest auch nicht gucken, ob jemand dann doch bescheißt. Weil du hast immer das, die Möglichkeit. Das ist ja wieder was. Ja, das ist wieder was. Also anderes. Ist es ein Vorteil. What the fuck? Es ist halt der Vorteil, dass du bescheißen kannst, ohne dass du das im Zweifel mitkriegst. Das ist richtig. So. Bam. Was kann nicht wahr sein, Alter? Boah, ihr seid so scheiße, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Boah, nee, ey.
Kann ich mal weiterspringen? Nein. Wie easy du dann auch da durch bist irgendwie. Ja, das ist ja nun wirklich nicht schwierig, jetzt mal ganz im Ernst. So, hab's gemacht. Done two. Ja, sehr gut. Nein, richtig. Also, die fliegt da voll durch. Oh. Oh, okay. Der war jetzt tatsächlich ein bisschen weit. Klar fliegt Hadi dadurch, weil er im Game-Mode ist. Naja, hättest du wohl gerne. Hä? Hi, Peter. Mein Spawn-Punch hat nicht funktioniert. Sprintet der überhaupt? Irgendwie hab ich da. Hadi, bleib mal gerade kurz stehen, bitte. Wieso? So, weil mein Spawnpoint nicht funktioniert hat. Ich war in der Endlosschleife. Achso. Der jetzt funktioniert? Nein, der hat wieder nicht funktioniert. Das kann nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht! Komm, ich will den jetzt noch machen. Das ist ja wohl Pupelala, ey. Der Sprung ist assi da. Das gibt's doch gar nicht. Oh, da sind Schweine unten auf dem Boden. Checkpoint. Oh, geil. So, komm, Peter, wir müssen das jetzt auch mal machen hier. Scheiße. Gut, Checkpoint funktioniert auch, alles klar. Was? Nee, nicht jetzt niesen. Nicht niesen jetzt! Shit. Denkbar schlechter Zeitpunkt. Fuck, ey. Hui. Hoppa, 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 hoppa. Ich muss gerade springen. Das ist das Geheimnis. Oh. Nein! Oh, drüber gesprungen. Ach, das gibt's doch nicht. Hadi, ernsthaft? Bei so einer Challenge? Ja, jetzt gerade bin ich unkonzentriert. Das kann nicht sein! Checkpoint. Ach, nö. 10 und 3. Ah ja, mach ich das jetzt ganz in Ruhe. Ganz in sweeter Ruhe. So, machen wir den. Machen wir den. Den. Den und den und den. Das ist no problem. Ach, warum denn Hadi? Hadi ist danach auch in die. Leute, ich auch. Auf einer Challenge, die jetzt irgendwie schwer wäre, aber hier. Ja, gerade weil es nicht schwer ist, ist es doch witzig. Das zögert das Ganze ja nur hinaus. Ja, und? Oh, oh. Das war nicht so gut. Hoppala, ja, toll. Checkpoint! Das hast du mich aus dem Flow raus. Ich hab den ersten Sprung nicht geschafft. What the fuck? Bram ist aus dem Flow, voll geil. Ja. Oh, back in. Boah! Das ist aber auch. Das ist aber auch ein böser kleiner Wichser, der Sprung, ey. Hast du das nicht gemacht? Ja, du doch auch nicht. Nee, ich weiß aber nicht, welchen du nicht gemacht hast. Das gibt's. Als auf. Boah, Ficke, ey. Boah, leck mich doch am Arsch, Alter. Wieso hat Hadi mich. Hadi, du hast mich so aus dem Flow rausgebracht. Das kann nicht wahr sein. Was ab, jetzt wird Bram sich noch den letzten Strike sofort holen. Ja! Nein! Puppi, Puppi! Nein, warum macht er das jetzt? Sehe ich in seinen Neandertaler-Augen. Okay, macht er vielleicht nicht.
Jetzt mach ich das. Noch nicht. Jetzt mach ich das, aber pass mal auf. Da, Bram. 10 und 3, mein Freund. Aber der Bram macht das jetzt ja. Das nächste Mal auch. Okay. Ja, der holt sich jetzt seinen letzten Strike. Ist das jetzt dein erster oder dein zweiter? Das ist dein erster Versuch jetzt. Okay. Da er jetzt nicht mehr den Stress mit dir hat. Das stimmt. Jetzt kommt sein zweiter Versuch. Okay, jetzt kommt sein zweiter Versuch. Lol. Okay, jetzt kommt sein dritter Versuch. Letzter Try. Boah, Bram wird noch Noob der Woche. Das finde ich aber jetzt eigentlich höchst deliziös, muss ich sagen. Abwarten. Ach, das schafft er nicht. Pass mal auf. Lol. Noob der Woche, doch kurz. Das hat Hardy geschafft. Dann hat Hardy es geschafft. Da habe ich den einmal geschafft, dann hat Hardy mich heruntergehauen. Voll gut, Bram sagt auch noch am Anfang, boah, wenn der Challenge die so einfach ist, ey. Ja, die war bis dann noch einfach, aber wenn du aus dem Flow raus bist, bist du aus dem Flow raus, wa? Das stimmt, dann bist boah, das du finde ich jetzt aber der Flowrider. Sehr hoch. Höchst amüsant. Oh, fuck. Ja, wir haben jetzt aber hart genutzt worden. Da bin ich jetzt aber richtig hart. Oh, nein, nicht drüber springen. Ach, Peter! Bin ich? Nice, Peter. Ja. Fuck. Da. Oho, was ist das denn hier für ein abgefahrenes Gebiet? Aha. Nicht. Jeder Sprung ist zu 100% machbar. Pom, pom, pom. Voll geil, wie das Licht angeht. Boom, boom, boom. Ey, nicht wieder ausmachen. Brauch noch Licht. Jeder Sprung ist zu 100% machbar. Nö. Bram, wir können ja eigentlich weitermachen. Alter, oh, Ruckel, Ruckel. Meine Frames, Junge. Boah, Junge. Alter. What the fuck? Das ist jetzt aber nicht die ganze Zeit so, oder? Doch, ist es. Alter, nicht im Ernst. Willst du nicht das Licht anmachen, Bram? Wieso habt ihr das Licht denn wieder ausgemacht, ihr Pussys? Haben wir doch gar ist das nicht. Euer Ernst? Ist das nicht automatisch ausgegangen? Nein, das geht doch nicht automatisch. Wieso sollte das denn automatisch? Das ist ein Schalter. Wieso sollte der automatisch ausgehen? Ich hab das nicht ausgemacht. Bitte. Ich habe überhaupt gar keinen Schalter benutzt. Lol, ich glaube, das Licht läuft einmal durch und dann resettet sich das wieder. Oh. Tatsache, jetzt hast du einmal kurz Licht. Aber das bleibt jetzt so. Kann natürlich auch sein. Ja, ist jede Kammer für sich ein Checkpoint eigentlich? Das w- Nö. Nicht? Okay. So lange bis der Checkpoint steht, oder? Ja, ich hack ja nur. Boah, weißt du, Peter, das ist der gleiche Sprung, den du hier die ganze Zeit verkackt hast. Warum jetzt machst du den auf einmal? Korrekt, Kollege. Hätte es ja wohl gerne gehabt, dass sich jetzt hier jemand noch einen Strike anfängt, wa? Was ist denn das jetzt hier für ein Zauber? Ach, das ist ein, ich springe aus der Ecke raus und dann dahin. Aha. Aber das ist... What the fuck? Achso, okay. Oh, hab ich den Sprung nicht geschafft. Okay. Oh, ja, das war jetzt nicht so schwer. Da Leitern an der Seite. Ah ja. Was ist denn jetzt hier für ein Trick? Ach so, okay, verstehe. Oh je.
Das ist ja genial. Das ist voll cool. Toll. Oh, wie fies. Oh, wie fies. Ja, das ist nicht so einfach, finde ich. Nee, definitiv nicht. Und jetzt? Achso, einfach hier. Na gut. Und jetzt? Ah. Nö. Hola. Lol. Ey, da muss man ganz schön schnell sein. Ja. In der Tat. Ich weiß noch nicht, wo man danach hin muss. Ja, auch nicht. Ich glaube, man muss dann auf den Rand drauf. Ey, ich hab doch gedrückt. Was soll das? Stimmt. Macht voll Sinn. Jo. Nein! Wo muss man denn? Ah ja, okay. Das gibt's doch nicht. So springe ich den jetzt mal gegen die Wand. Hä? Ah, shit. Nee, ach komm. Nicht dein Ernst. Der ist nicht so hart, Hardy. Der ist echt nicht so hart. Okay. Wow, der ist aber der danach. Oh, der ist tatsächlich nicht so hart. Wir haben 14:01 bei Söhe. Nein! Ah ja, stimmt. Ja, wir müssen aufhören. Christian wartet schon auf uns. Okay, dann geht's gleich für euch weiter. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Adventure Map! Ey, ey! Da hat sich hier... Ich war so empört über deinen Schlag, dass ich direkt Luft... Fick dich. In meinem Magen gelöst hat. Spring ich schon wieder nicht. Boah, ich muss halt mal wieder eine richtig geile Kühlschrank-Story zu erzählen, Peter. Okay, hau raus. Und zwar habe ich gestern Abend, weil ich noch richtig Durst hatte, habe ich an einer 1,5 Liter Flasche naturtrüben Apfelsaft genippt, ja. Da musst du dir vorstellen, ich war der festen Überzeugung, dass ich diesen Deckel da wieder richtig draufgelegt, draufgedreht habe. Er war aber nur so halb drauf, ja, also so quer, weißt du, so nicht richtig draufgeschraubt. Ja, ja, und was mache ich natürlich, weil ich keinen Platz mehr in den Standfächern hatte, gehe ich natürlich hin, ja, und lege das Teil in das Fach rein. Ja, und als ich heute Morgen den Kühlschrank aufgemacht hatte, hatte ich so einen richtig schönen Wasserfall aus Apfelsaft, ja, der mir dann schön den Schrank runtergelaufen ist. Das ist da ja waren ungefähr 0,75 Liter Apfelsaft sind da, glaube ich, ausgelaufen in der ganzen Nacht. Und ich würde sagen... Ach ne, scheiße, hier darf man einmal durchhüpfen, wa? Cool, dann dürfen wir noch weitergehen. Hat das noch irgendwie andere Sachen? Ja, ich dachte erst, dass es mein offenes Grillfleisch gewesen wäre. Ich habe mir schon gedacht, Alter, was zum Fick, wieso ist denn das so hart am Suppen? Ja, und dann habe ich halt eben gesehen, LOL. Ja. Ja, und dann, okay. Jetzt ein bisschen verplext. Ja, ich auch gerade. Ich mache jetzt das, was da drin steht, noch. Okay, ja, ich auch. Komm. Okay, so. Wir warten auf Peter. Ja. Moment, aber jetzt hast du echt nur noch den und drei, Peter. Weil wir sind am Ende der Challenge. Der hat sich schon lange einen Strike eingefangen. Ja. Der hat das schon mehrmals. Ja, jetzt bist du auf der Challenge. Ja. Ist er wieder runtergefallen. Könnte der jetzt gibt's ja, das ist schon sein achter Versuch. Ja, ist doch wurscht. Davor haben wir nicht drauf geachtet. Weißt du, wieder ist zweiter Versuch. Aber komm, Peter, wenigstens das noch. Schande nicht jetzt noch an, Peter. Ja, ich hänge immer noch an diesem komischen Ding. Und? Nein. Und da ist der Strike. Ich finde, dafür, dass wir diese Situation jetzt haben, kriegt er jetzt direkt einen Noob der Woche. Was ist denn hier überhaupt los? Ja, du musst nur da drauf treten und dann durch der Tor durchlaufen.
Peter hat richtig gut geschissen. Du musst nicht abdrücken. So. Lö! Ja, das war dein erster Versuch. Das ist nicht meine Challenge, Peter, jetzt! What the fuck, Alter? So, jetzt kommt dein zweiter Versuch. Nein, ihr steht da hinten. Jetzt kommt dein letzter Versuch. Laber doch nicht. Ich kann direkt mich eigentlich zu euch porten. Ich will das hier nur testen. Nee, das ist die neue Challenge. Und noch ein Strike eingefangen. Nice, Peter. Zwei Strikes. Ja, ja. Sehr gut. Alter, bist du eigentlich scheiße, oder was? So. Ja, Peter. Hier, du darfst die Schilder vorlesen, da hinten. Das Ende? Lol. Ja, das ist echt mir. Ich danke mich herzlich für das Spielen meiner Map. Außerdem entschuldige ich mich für die Fehler, die eventuell in der Map aufgetreten sind. Wenn ihr noch mehr Herausforderungen sucht, könnt ihr versuchen, das Ender-Ei auszubrüten. Lol. Das war's. Nicht im Ernst. Doch. Wow. Willst du jetzt sagen, du bist enttäuscht? Alter, die Map war fast 100 Folgen lang. Ja, ich bin nur deswegen jetzt ein bisschen traurig, weil wir ja gerade erst die Session angefangen haben. Das heißt, das muss ich jetzt noch an die alte Folge dran cutten. Ja. Ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig, weil ich der Meinung bin, dass die nächste Adventure, die wir spielen werden, dieser so hier niemals gerecht werden kann. Ja, richtig. Aber wieder Hardy aufnehmen, man könnte aus Hardys Sicht dann sehen, wie die geil geraged wird. Also, die hier war schon richtig, richtig geil. Die war schon Königsklasse, kurz, muss ich sagen. Ja. Ja, die war echt ein bisschen ja, kurz, finde ich auch. Ja, echt deutlich zu kurz, ja. Also, boah, schade, ey. Fuck. Finde ich ja jetzt ein bisschen doof. Ja gut, ich war klar, dass die irgendwann zu Ende sein muss, war, aber... Trotzdem. Boah, jetzt doch noch nicht. Ja, richtig, also... schade. Aber gut, an die Leute, die die Map gemacht haben, vielen lieben Dank. Es war echt ein Highlight von allen Maps, die wir bisher gespielt haben, würde ich mal sagen. Ja, und ihr dürft gerne euch da hinsetzen und nochmal weitermachen. Und ja, dann bloß Bescheid sagen, wir werden das auf jeden Fall zocken, da können wir einen drauf lassen. Ihr seid offenbar sehr, sehr begabt, also das kann man definitiv sagen. Holy moly. Da war schon einiges Cooles mit dabei. Ja. Okay, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und, voll allgemeine Bestürzung gerade so ein bisschen. Voll traurig einfach. Ja finde ich auch. Also ich hatte jetzt auch eigentlich Bock und dachte mir so, cool, jetzt bist du dadurch, mal gucken, was jetzt wieder für eine Scheiße kommt. Ja, die hat uns jetzt einfach mehrere Wochen begleitet, ja. Ja, nicht nur das, ich fand auch, da waren richtig coole Sachen drin, wie zerstört, okay, was ich nicht so cool finde, aber was zumindest neu war die Sache mit dem Schaf. Ich fand auch geil die mit dem Hochsprung und so. Ja, die fand ich auch geil. Wo man mit diesen. Auch wenn es da teilweise geruckelt hat, aber trotzdem war das nice. Und solche Geschichten. Ich finde, solche ewig langen Maps haben wieder so einen Nostalgiefaktor, wenn man jetzt zum Beispiel zur ersten Challenge zurückfliegen würde. Ey, war das nicht auch die Map, wo wir da an diesen Dingern hochgekraxelt sind, an diesen Pokémon und so? Nee, das war eine andere. Nee, doch, das oder war auch hier. Das war auch hier? War das hier? Ja. Weiß ich nämlich. Siehst du, Peter, die Map ist schon so lange, da weiß ich schon gar nicht mehr, was da alles gewesen ist. Nee, und Spaß, ich hab keine. Das ja, ist du meinst, da wo wir an der Seite von Glurak hoch, von Apollo und so eine Scheiße hochgesprungen sind. Ja, das weiß ich nicht mehr. Aber das war doch noch die Map davor, oder? Ja, war das die Map davor? Alter, wir haben die Map jetzt 4 Wochen gespielt. War doch nicht die davor. Ich glaube, die haben wir sogar länger gespielt. Die haben wir, glaube ich, sogar länger gehabt, ja. Also hier war auf jeden Fall einiges bei. Selbst wenn wir die ganze Map jetzt hier zurückfliegen würden, wird das wahrscheinlich eine ganze Folge dauern. Aber das ist ein bisschen übertrieben. Deswegen, ja, müssen wir uns jetzt wohl eine neue Map suchen. Ja, müssen wir jetzt wohl machen. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Folge. Ah, die nimmt dann auf. Jo. Haut rein. Tschüss. Ciao.